Wir stehen jetzt hier vor der Trauerhalle und dem Verwaltungsgebäude des Dortmunder Ostfriedhofs. Der Friedhof wurde im Jahre 1876 angelegt als zweiter Dortmunder Kommunalfriedhof. In den früheren Zeiten hatte man bis 1811 die Toten immer an den Kirchen beerdigt. Und erst als der französische Regiestaat, das Großherzogtum Berg, zu dem Dortmund dann 1811 gehörte, eine Verordnung erließ, dass man nicht mehr an den Kirchen direkt in der Stadt beerdigen durfte, ging man hin und legte einen Dortmunder Kommunalfriedhof an. Der erste Kommunalfriedhof war der Westentotenhof, wie gesagt 1811 angelegt. Und 1876 folgte, nachdem Dortmund 1811 vielleicht 4000 Einwohner hatte und um 1870 sich aber schon 50.000 Einwohner hatte, da folgte dann dieser Friedhof als zweiter. Im Laufe der Zeit legte man dann noch den Nordfriedhof und den Südwestfriedhof an und erst 1912, nachdem die Stadt schon fast 200.000 Einwohner hatte, da beschloss man dann, den großen Hauptfriedhof anzulegen, der aber durch den Ersten Weltkrieg erst 1921 verwirklicht wurde. Man stellte dann die Beerdigungen auf diesem Friedhof ein und nahm sie erst im Jahre 1998 wieder auf. Gleich das erste Grab des Friedhofs ist einer Dortmunder Bürgerin gewidmet, die eine besondere Leistung aufzuweisen hat. Henriette Davidis. Sie stammte aus einer Pfarrerfamilie, war in Wengern ansässig an der Ruhr. Und Henriette Davidis schrieb 1845 ihr berühmtes Kochbuch, das bis zum heutigen Tag eigentlich gelesen wird und immer wieder in neuen Auflagen, allerdings weit bearbeitet, auf dem Markt ist. Henriette Davidis hat darüber hinaus viele weitere Dinge, gerade für die Mädchen- und Frauenbildung, getan. Es gibt Bücher von ihr zum Beruf der Jungfrau, Anna als Puppenköchin und so weiter. Und natürlich, wenn wir vor diesem Grabstein stehen, dann müssen wir sagen, dieses Grab haben Freundinnen für sie so angelegt, die nicht so ganz gut bei Kasse waren und deswegen die deutsche Kaiserin baten, einen Beitrag zu leisten. Die Kaiserin schickte dann 60 Mark. Die Freundinnen waren wohl etwas enttäuscht und es reichte dann nur für diesen kleinen Grabstein. So, das Grab wird heute gepflegt von Schülerinnen und recht sinnreich ist vielleicht der Topf auf dem Grabstein. Im Vordergrund sehen wir einen QR-Code. Das ist der erste Grabstein in Dortmund, der eine solche Erklärung gefunden hat, die man digital abrufen kann. Auch das zweite Grab des Ostfriedhofs ist einem bedeutenden Dortmunder gewidmet, Christian Leonhard Krüger. Der Begründer der Dortmunder Zeitung ist hier begraben und im Laufe der Zeit wurde dieses Grabmal zu einem Familiengrab ausgeweitet. An die Familie Krüger erinnert heute noch die Krüger Passage am Westenhellweg und auch der Begriff Dortmunder Zeitung ist noch vorhanden und zwar in einem Teil der Ruhrnachrichten. Wenn man die aufschlägt morgens, findet man immer auch die Dortmunder Zeitung. Das als Erinnerung an diesen erfolgreichen Gründer der Zeitung. Ja, es ist vielleicht ganz interessant, wenn man das Grabmal betrachtet, dann sieht man, der Grabstein für den Firmengründer besteht aus einer Säule, die oben gebrochen ist, als Todessymbol, umgeben von einem Kranz, von einem Lorbeerkranz, der im Grunde zeigt, das Leben geht im Jenseits weiter. Das ist jedenfalls die Absicht, die dahinter steckt. Unten gibt es auch einen entsprechenden Bibelspruch noch dazu. Das ist so die Auffassung der etwa 1860er, 70er Jahre, in denen man so etwas gestaltete. Später ging man dazu über, solche repräsentativen Grabmäler anzulegen, wie es hier in diesem Familiengrab auch manifestiert ist.
Wilhelm Cruwell begründete eine der großen Dortmunder Druckereien. Schon 1838 hatte er in Paderborn mit einer Buchhandlung begonnen und etablierte dann 1848 die Druckerei in Dortmund mit der Westfälischen Zeitung. Das 19. Jahrhundert war das Jahrhundert der Zeitungen und sie wurden als Massenmedium wahrgenommen und Cruwell war damit sehr erfolgreich. Das Unternehmen entwickelte sich später weiter, indem es vor allen Dingen zu einer Buchdruckerei wurde, die auch Gesangbücher verlegte und die auch als Inflationsgelddruckerei bekannt geworden ist. Schulbücher gehörten ebenfalls zum erfolgreichen Programm dieses Unternehmens. Die in der Mitte des 19. Jahrhunderts aufblühende Industriestadt Dortmund hatte eigentlich drei Standbeine: Kohle, Stahl und Bier. Und wir stehen hier am Hauptweg an einem der Grabmäler, die einem Brauereibesitzer in Dortmund gewidmet sind, nämlich Heinrich Wenker. Und Heinrich Wenker war der Besitzer der Kronenbrauerei. 1729 hatte alles begonnen. Am Markt in Dortmund. Auf der Südseite, das östlichste Haus, war die Krone am Markt, ein kleines Brauhaus. Dort hatten die Vorfahren schon Bier gebraut. Heinrich Wenker übernahm eine Brauerei und er konnte mit dem untergärigen Brauverfahren, das er in Bayern kennengelernt hatte, in Dortmund sehr erfolgreich Bier brauen, das vor allen Dingen länger haltbar war. Damit baute er das Unternehmen so weit aus, dass es dann in den 1960er Jahren noch zu den letzten 8 Brauereien in Dortmund gehörte. Und die Wenker Brauerei war die einzige, die noch eine Privatbrauerei war im Besitz der Familie Brandt. Zu einer der erstaunlichen Industriekarrieren gehört die von Heinrich Schüchtermann, der hier beerdigt ist. Heinrich Schüchtermann begann als Uhrmacher. Über Stationen bei der Kokerei Hansa und der Berliner Diskontogesellschaft gründete er dann eine große Maschinenfabrik, die vor allen Dingen Schlackenmühlen herstellte. Und damit war er sehr erfolgreich. Und wenn man das Grabmal hier sieht, dann kann man sich immer vorstellen, zu einem richtigen Industriellen gehörte eine Industrievilla, gehörte das große Familiengrab hier, gehörte aber auch eine gewisse Sozialpflichtigkeit, sodass er mit seiner Frau eine Stiftung ins Leben rief, die Schüchtermann-Schilling-Stiftung, die sich vor allen Dingen um skrofulöse Kinder kümmerte. Das ist eine Haut- und Lymphdrüsenerkrankung, die vor allen Dingen bei mangelernährten Kindern im 19. Jahrhundert relativ häufig war. Die Stadt Dortmund hat ihrem Kommerzienrat dann ein Denkmal gesetzt, das heute am Ostwall steht, in der Nähe des ehemaligen Ostwallmuseums. Karl Tewes war der Erbe eines schon 1824 in Dortmund gegründeten Juweliergeschäftes, das ausgesprochen erfolgreich gewesen ist. Die Familie war noch tätig bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Wenn man sich das Grabmal einmal anschaut, dann sieht man hier noch Einschläge aus dem Zweiten Weltkrieg. Über dem Ostfriedhof sind etwa 100 Bomben niedergegangen. Der Friedhof war weitgehend verwüstet und wurde nach dem Krieg dann auch als Grabeland genutzt. Das heißt, Leute bauten hier Kartoffeln, Gemüse und Ähnliches an. Und man musste dann erst in Verhandlungen mit ihnen treten, um diesen Friedhof als Ostpark dann zu gestalten. Ja, ich stehe hier auf dem Grabmal der Familie Giesenkirchen. Hier ruht Musikdirektor Franz Giesenkirchen und auf der anderen Seite Kapellmeister Arthur Giesenkirchen. Und Franz Giesenkirchen ist in Dortmund eigentlich als Fränzchen Giesenkirchen bekannt. Und er war ein Kapellmeister, der viele interessante Dinge tat. Er spielte unter anderem auf für den Baron von Romberg.
bekannt geworden, vor allen Dingen durch den Schelmenroman Der tolle Bomberg, verfilmt mit Hans Albers. Und Fränzchen Giesenkirchen war also dort engagiert. Und gelegentlich meinte der Baron wohl, die Kapelle sei doch etwas klein für seine Vorträge. Und da engagierte, so erzählt man das sich jedenfalls, Fränzchen Giesenkirchen auch schon einmal ein paar Statisten, die er dann mit in seine Kapelle setzte, sodass die ganze Kapelle dann wesentlich größer wirkte. Die Zeit der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert hin ist gekennzeichnet einmal vom Historismus und zum anderen vom Jugendstil. Und hier in diesem Grabmal kommt beides in Anklängen zum Ausdruck, vor allen Dingen die Neoromanik. Christus steht gekrönt wie ein König, vollständig bekleidet wie ein Sieger vor seinem Kreuz. Das ist die Auffassung der Romanik gewesen, die hier wieder aufgenommen worden ist und in einer besonders schönen Darstellung auf diesem Grabmal, das zur Propsteigemeinde gehört. Johann Loers, der Propst, ist hier 1904 als erster beerdigt worden. Fast alle Gräber des Hauptweges waren mit Gittern versehen. Diese Gitter sind während des Zweiten Weltkrieges abgebaut worden und als Rohmaterial für die Rüstungsindustrie verwandt worden. Wegen seines hohen künstlerischen Wertes wurde dieses Gitter und die gesamte Grabgestaltung der Familie Louis Bäumer im Zweiten Weltkrieg nicht entfernt und ist als besonderes Beispiel erhalten geblieben. In der Gestaltung sieht man, dass Neoklassizismus und Jugendstil in geradezu idealer Weise miteinander vereinigt worden sind. Etwa 100 Gräber auf diesem Friedhof sind denkmalgeschützt. Das ist eine immense Aufgabe, wie man hier an diesem Kruzifix sehr gut sehen kann. Es braucht eine moderne Stützkonstruktion, um dieses Kruzifix so zu erhalten, wie es jetzt ist. Viele der Grabmäler sind vom Verfall bedroht durch natürliche Einflüsse. Es gibt leider aber auch immer wieder Fälle von Vandalismus und vor allen Dingen von Metalldiebstählen. Das Grabmal von Albert Hoesch entspricht in seiner Größe durchaus der Bedeutung des Unternehmens, das die Firma in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erreicht hat. Bei Hoesch oder von Hoesch abhängig waren etwa 20% der Erwerbstätigen in Dortmund. Albert Hoesch hatte das Unternehmen von seinem Vater Leopold Hoesch geerbt und in seine Zeit fällt vor allen Dingen die Einführung des Thomas-Verfahrens, also der Entphosphorung des Rohstahls im Konverter. Das System kann man noch sehr schön dokumentiert finden im Hoesch-Museum in Dortmund, das an die Tätigkeit der Familie sehr breit erinnert. Das Grabmal der Familie Hoesch zeigt auch, dass die Kindersterblichkeit während des ganzen 19. Jahrhunderts sehr hoch gewesen ist. Wir sehen bei Hans Hoesch, der nur 2 Tage gelebt hat, und bei Lilli Hoesch, die nicht einmal 2 Jahre alt geworden ist, dass auch diese Unternehmerfamilien nicht von dieser frühen Sterblichkeit verschont geblieben sind. Ja, hier im Grabmal der Familie Meininghaus sind sowohl Ewald Meininghaus als Kommerzienrat beerdigt, wie auch sein Neffe August Meininghaus. Sie betrieben eine der großen Dortmunder Brauereien und August Meininghaus ist allerdings weniger durch seine Tätigkeit in der Brauerei bekannt geworden, als dadurch, dass er zu den Erforschern und durchaus erfolgreichen Erforschern der Dortmunder Geschichte gehört. Er hat in seinem Leben ca. 230 Arbeiten zur Dortmunder Geschichte verfasst und darum da so bedeutende Bücher wie über die Grafen von Dortmund oder über die Lage der Dortmunder Burg. Von 1919 bis 1932 war er auch Vorsitzender des Historischen Vereins und hat eng mit Luise von Winterfeld, der Dortmunder Archivarin, zusammengearbeitet. Hier am Grabmal der Familie Pelzer sehen wir das zweite erhaltene Gitter hier am Hauptweg. Es ist ein reines Jugendstilgitter und gehört sicherlich mit zu den schönsten Ausdrucksformen, die der Jugendstil hier auf dem Friedhof hervorgebracht hat. Oben im kleinen Medaillon auf diesem Grabstein sehen wir Otto Teklingsbeck, der 1892 Direktor des Dortmunder Bergamtes wurde.
Davor steht ein Knappe im Habit in trauernder Haltung. Otto Teklingsbeck zeichnete sich dadurch aus, dass er äußerst erfolgreich das Dortmunder Bergamt führte und vor allen Dingen in den Jahren 1901/2 ganz entscheidend dazu beitrug, dass der preußische Grubenbesitz sich hier im westfälischen Bereich ausweiten konnte. Das war die eine Seite seiner Tätigkeit. Er befasste sich dabei aber auch immer mit der Arbeiterwohlfahrt seiner Knappen und beschäftigte sich auch unter anderem damit, dass die Bedingungen, unter denen im Bergbau abgebaut wurden, sich ständig verbessern konnten. So gehört zu den Einführungen, die er gemacht hat, zum Beispiel die Berieselungsanlage im Bergbau. Darüber hinaus spielte er hier in Dortmund eine enorme gesellschaftliche Rolle. Einmal in der Casino-Gesellschaft und einmal in der Fassgesellschaft. Das waren die beiden bedeutendsten Dortmunder Clubs, in denen sich die Honoratioren trafen. Und er hatte außerdem auch noch eine politische Karriere. Er war für einige Jahre lang Abgeordneter im Reichstag in Berlin. Am 22. Dezember 1897 kam es auf dem Schacht Kaiserstuhl II zu einem Kohleinbruch. Infolgedessen kam es zu einer Schlagwetterexplosion, der 19 Bergleute zum Opfer fielen, von denen 18 auf diesem Feld bestattet sind. Wir stehen vor dem Grabmal von Caspar Heinrich Juchow, der zusammen mit seinem Bruder die Juchow Brückenbau AG in Dortmund gegründet hat und die zu einem der wichtigsten Dortmunder Unternehmen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausgebaut hatte. Interessant ist, dass er dieses Grabmal 1889 in Paris auf einer Weltausstellung erworben hat, also lange vor seinem Tod. Und es wurde dann erst durch das Medaillon oben, in dem sein Porträt enthalten ist, praktisch individualisiert. Und obwohl er dieses Stück sozusagen von der Stange erworben hat, gehört es sicherlich heute zu einem der wertvollsten Kunstwerke, die hier auf dem Ostfriedhof noch zu sehen sind. Wenn man es einmal genau betrachtet, dann sieht man eine verschlossene Tür, eine Frau, die ihn mit einer brennenden Öllampe geleitet, sicherlich durch diese Tür in ein wie auch immer gedachtes Jenseits. Und das Selbstverständnis ist auch vielleicht oder drückt sich vielleicht auch darin aus, dass derjenige, der vor dieser Tür steht, in Arbeitskleidung dargestellt ist. Und wenn man sich einmal die Inschrift des Grabmals anschaut, dann sieht man, dass das auch zu dem korrespondiert, was hier angedeutet ist. Und ist es köstlich gewesen, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Das ist sicherlich das, was dieses Grabmal auch ausdrücken soll. 1898 erhielt der Ostenfriedhof einen jüdischen Gräberfeldbereich, zu dem die Gräber, die wir jetzt im Bild sehen, gerade gehören. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten veränderte sich die Situation für die jüdische Bevölkerung in Dortmund wie überall in Deutschland ganz entscheidend. Und es kam leider auch auf dem Friedhof zu Beschädigungen von jüdischen Grabmälern. Weitere Beeinträchtigungen erhielt das Feld dadurch, dass es im Krieg von einigen Bombentreffern getroffen worden oder von einigen Bomben getroffen worden ist und man dann nach dem Krieg versucht hat, dieses Gräberfeld in etwa wiederherzustellen. Nach 1945 setzte die Stadt den Toten der jüdischen Gemeinde Dortmund, die in den Jahren von 1933 bis 1945 verstorben sind oder umgebracht wurden, dieses Mahnmal mit der Inschrift: Im Angesicht Gottes, eingedenk ihrer Lieben, mussten sie ihr Leben lassen für den Glauben ihrer Väter. Um dieses Ehrenmal herum stehen Stelen mit den wichtigsten Vernichtungslagern der Nationalsozialisten, die an die Toten noch einmal besonders gemahnen sollen.
Hier auf dem jüdischen Gräberfeld kann man noch eines der Kunstwerke von Benno Elkan entdecken. Hier auf dem Grab von Alex Mendelssohn sieht man die Trauernde, die er dargestellt hat. Es gab sehr viele Kunstwerke von Benno Elkan auf dem Dortmunder Friedhof. Aber seitdem es so viele Metalldiebstähle gegeben hat und auch viel Vandalismus, seitdem hat man diese Kunstwerke eingelagert und wird sie vielleicht einmal wieder an anderer Stelle sichtbar machen können. Wir stehen jetzt hier am Gedenkstein für Karl Wilhelm Tölke, einem der Vorkämpfer der deutschen Sozialdemokratie, der schon zur revolutionären Armee in Iserlohn 1849 gehört hatte. In Iserlohn gründete er auch 1865 den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, jedenfalls für seine Stadt, und wurde dann 1865 auch Präsident des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins. Von 1878 an widmete er sich vor allen Dingen der westfälischen freien Presse. Bergbau war und ist immer eine gefährliche Sache. Am 19. August 1893 gab es eine große Schlagwetterexplosion auf dem Schacht Kaiserstuhl 1 und dem fielen 61 Bergleute zum Opfer. Im hinteren Bereich sehen wir 48 Grabstellen. Einige von den Bergleuten wurden auf ihren Heimatfriedhöfen beerdigt, vor allen Dingen in Brakel. Wer Sorgen hat, hat auch Likör, sagt man. Und dieses geflügelte Wort traf sicherlich auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für die Stadt Dortmund zu. Die Likörfabrik von Krämer, von August Krämer, war besonders erfolgreich. Und als Markenzeichen des Hauses galt vor allen Dingen der Magenbitter mit dem Schlips, zu dem die Leute einfach dann sagten, August mit dem Schlips. Und den kann man hier vorne sogar noch in einem kleinen Bereich sehen. Zu den besonders beeindruckenden Grabmälern auf diesem Friedhof gehört das Grabmal der Familie Karl Treg mit der vollplastischen Figur der Trauernden. Auch das Unternehmen Karl Treg war eine Dortmunder Erfolgsgeschichte. Es begann 1867 mit einer Schlosserei, die dann ausgeweitet wurde zu einer Produktion von Kochherden und schließlich Arbeiterkleiderschränke vor allen Dingen produzierte, nach denen es eine immer größere Nachfrage in der werdenden Industriestadt gab. Die Familie Brückmann gehört zu den alteingesessenen Familien in Dortmund. Seit 1588 sind die Brückmanns in Dortmund erwähnt. Louis Brückmann wurde Holzhändler. Sein Vater Wilhelm Brückmann war Bürgermeister in Dortmund und er sorgte für den Straßenbau in Richtung Norden und Süden und damit für moderne Verkehrswege für die aufstrebende Industriestadt. Louis Brückmann mit seiner Holzhandlung legte sich ein sehr traditionelles Familiengrabmal an. Es ist ein Grabmal, das aus einer Kellergruft besteht. Diese Kellergruft hat 22 Grabstellen, auf die etwa 2,50 Meter in die Erde eingetieft sind. Und auf etwa 50 Zentimeter hohen Sockeln stehen dort unten die Särge. Man hatte einen kleinen Zugang, den man immer nur öffnete, wenn eine weitere Bestattung stattfinden sollte. Am Ende seines Lebens galt Louis Brückmann als der erfolgreichste Holzunternehmer ganz Deutschlands mit dem größten Unternehmen. Ja, das Grabmal von Marie Reinders weist auf die Dortmunder Schulgründerin hin, die die erste Mädchenmittelschule in Dortmund begründet hat. Das erste Schulgebäude stand am Markt, etwa dort, wo jetzt der Karstadtbau steht. Und Marie Reinders hatte also erkannt, dass es zwischen der
Mädchenoberschule und der Grundbildung der Mädchen keine andere Möglichkeit gegeben hatte. Nach auswärtigen Tätigkeiten hat sie diese Möglichkeit in Dortmund schaffen wollen, hatte dabei sehr viel mit Widerständen zu kämpfen und erst der Einsatz von dem damaligen Oberbürgermeister Schmieding brachte die Möglichkeit für sie, die Schule zu gründen. Die Schule hat dann viele verschiedene Standorte gehabt und heute erinnert die Marie-Rheindass-Realschule in Hürde noch an diese Schulgründerin. Albert Baum wurde 1891 Lehrer an der Gewerbeschule in Dortmund als Zeichenlehrer und er übernahm ein Jahr später schon die ehrenamtliche Leitung der Dortmunder musealen Sammlungen. 1903 wurde er dann Museumsdirektor und von 1904 ab war er das dann auch hauptamtlich. Albert Baum war ein begnadeter Sammler. Er betätigte sich selbst nach Studien in Münster als Archäologe, grub unter anderem den Bereich von Oberaden des Römerlagers aus und erwarb auf diese Art und Weise sehr viele beeindruckende Gegenstände für das Dortmunder Museum. Andererseits war er auch jemand, der trotz eines kleinen Museumsetats in der Lage war, eine große Sammlung zusammenzubringen, indem er sehr trinkfest bei allen Gelegenheiten mit Dortmunder Honoratioren feierte und ihnen immer wieder Materialien, Gelder vor allen Dingen für das Museum abschwatzte. Sein Grabmal war ursprünglich so gestaltet, dass man ihm eines der Metallkreuze aus dem Museum auf sein Grab gesetzt hatte, das aber jetzt wieder entfernt worden ist, um es ebenfalls einzulagern. Hier in der Grablege des Franziskanerklosters ruhte von 1922 bis 1950 auch Bruder Jordan May. Der versuchte dadurch, dass er die geringsten Arbeiten tat und die Sorgen und Nöte der Mitbrüder und auch der Gläubigen auf sein Haupt nahm, für diese etwas erreichen zu können. Besonders sein Gebet galt, als er nach Dortmund kam, für besonders stark und besonders wirkungsmächtig, sodass er von seinem Tod ab gleichsam heiligmäßig verehrt wurde. 1950 wurde er selig gesprochen und ruht seitdem in dem Franziskanerkloster drüben unter einer vollplastischen Figur. Wir haben hier das Grab vor uns von Elisabeth Rufus. Es ist das einzige Kindergrab aus der frühen Zeit des Friedhofs, das so vollständig erhalten geblieben ist und vor allen Dingen auch noch mit seiner Metalleinfassung erhalten ist. Kindersterblichkeit im 19. Jahrhundert ist eben ein weit verbreitetes Phänomen gewesen. Und die Firma Rufus natürlich, oder der Name Rufus ist uns eigentlich eher in Erinnerung über die Druckerei Rufus, die ja als Geschäftsbücherdruckerei eine besondere Bedeutung hatte. Natürlich dann auch die Friedrich-Wilhelm-Hefte gedruckt hat, die für Schüler ganzer Generationen eine besondere Bedeutung hatte. Neben den vielen interessanten Gräbern ist der Ostfriedhof eine Oase der Ruhe mitten in der Großstadt Dortmund. Mit seinen vielen alten Bäumen ist er eine herrliche Parklandschaft, die zum Spazierengehen und Verweilen einlädt.